Herzlich willkommen zum Zen Garden Paraguay Bautagebuch. Und diese Woche habe ich drei kleine Videos für Sie dabei. Das erste unter der Woche wollte ich Ihnen einfach mal zeigen, mit einem wieder mal einem Spaziergang über die Baustelle, was so passiert und wie es der Zufall will, können wir da eine Zementlieferung beobachten. Im zweiten kleinen Video zeige ich Ihnen einfach mal, wie hier Säulen verputzt werden. Ich finde das einfach super interessant. Sollte man einfach mal gesehen haben, habe ich für Sie aufgenommen und zeige ich Ihnen auch gleich. Und danach gibt es dann den obligatorischen Rundgang über das Gelände am Ende der Woche, am Samstag, um Ihnen einfach zu zeigen, was hat sich alles diese Woche getan. Bleiben Sie dran und los geht's. Ja, und hier einfach mal wieder ein, ich wollte schon sagen Schnappschuss, aber ein kurzes Video über den aktuellen Stand, einfach so mitten in der Woche. Wie sieht's aus, was passiert? Ja, man sieht, alle sind fleißig. Hier sieht man sehr schön, seit gestern sind jetzt hier auch die Holzstützen für das Holzhaus mittlerweile fest im Boden drin und mit dem Sockel verbunden. Und auch unten die schwarze, wasserabweisende Farbe ist schon dran. Mit anderen Worten, hier kann nivelliert werden. Und wenn der Boden drin ist, wird dann auch hier, werden die Holzbretter, die Holzwand nach oben gezogen. Ja, weiter hinten sieht man, wie auch innen verputzt wird. Ah, und hier, Sie sehen den Herrn mit dem Sack auf dem Kopf. Das ist Zement. Und das ist eine Zementlieferung. Das heißt, vor dem Grundstück steht gerade ein LKW. Und jeder Zementsack, wird auf dem Kopf hereingetragen. Ja, hier mal weiter vor, zeige Ihnen, da steht auch wirklich ein LKW. Wir sehen, oben steht einer, der reicht den Zementsack an und das wird dann in unser Lagerhaus, in unseren Lagerschuppen getragen. Ja, eins zeige ich Ihnen noch, das sieht man jetzt schön. Es wird abgeladen, er nimmt es auf den Kopf und das wird dann reingetragen. Ich wollte das jetzt nicht so offensichtlich machen, deswegen habe ich mich ein bisschen weggedreht, aber da ist er. Ich werde nachher noch fragen, ob Sie es benutzen dürfen. Aber sein Gesicht sehen Sie nicht, in der Hinsicht kein Problem nach den aktuellen Gesetzen. Und das ist das kleine Video, wie verputzt man hier in Paraguay. Ich finde es einfach wirklich toll, wie er immer den Putz da so an die Säule schmeißt. Ja, und irgendwann ist die Säule dann fertig, schön verputzt, gerade Farbe kommt dran. Und ja, ich finde es einfach faszinierend. Genießen Sie die paar Sekunden, wo ich Ihnen einfach zeige, dass der das eben auch so lange macht, bis die Säule fertig verputzt ist. Herzlich willkommen zum Zen Garden Paraguay Bautagebuch. Schauen wir uns an, was letzte Woche alles passiert ist. Hier sieht man sehr schön, dass der erste Pfeiler des späteren Haupteingangs vorbereitet wird. Man sieht auf der rechten Seite, der rechte Pfeiler wartet noch darauf, dass man weiter an ihm arbeitet. Aber hier wird bereits schon der Beton eingegossen. Stahlgestell kann man oben schön sehen. Das heißt hier, der wird nächste Woche fertiggestellt werden und der rechte wird dann auch nächste Woche drankommen. Dahinter sehen wir, die Mauer ist auch schon mittlerweile ganz hochgezogen. Das ist das Verbindungsstück. Hinter dem Haupteingang hier kommt der Parkplatz hin. Das heißt, das ist das Verbindungsstück zwischen, wo dahinter der Parkplatz ist, und des Personeneingangs. Den schauen wir uns jetzt auch an. Hier wird später der Personeneingang sein und wir sehen hier auch ganz schön, dass rechts und links die Stützsäulen mittlerweile fertig sind.
Und oben an den Stützsäulen sieht man kleine orangefarbene Plastikrohre rauskommen. Hier kommt später das Stromkabel durch, wo die Außenlampen dran befestigt werden, also an der Mauer befestigt werden, und das Stromkabel liefert den Strom fürs Licht, ganz klar. Was man hier übrigens auch sehr schön sieht, ist der Höhenunterschied zwischen Straße und dem Grundstück. Das ist in der Gegend hier üblich. Und hier, wo wir die Ziegel sehen, das ist die Höhe, auf der der Zen-Garten nivelliert wird. Im Innenbereich, hier außen wird eine Treppe natürlich für die Personen hinkommen. Und man sieht auch sehr schön, die Treppe wird hier bis hierher gehen. Und ab diesem Punkt, bis zu diesem Punkt, wird ein ebener Bürgersteig natürlich dann entstehen. Neben der Treppe hier bis zu der schwarzen Kante wird alles auch aufgefüllt und wie gesagt, hier wird dann ein kleiner, ja, sagen wir, Hügel entstehen, den wir natürlich dann mit Palmen und Grün bepflanzen werden. Das wird am Ende richtig gut aussehen. Gehen wir weiter. Und hier sehen wir, dass die Wand, die weitere Wand, wurde bereits mit dem Unterputz versehen. Und ja, so sieht es aus. Wir sehen dahinter, wie es dann im nächsten Schritt aussehen wird, wenn die nächste Schicht draufkommt und das Ganze dann auch glatt gewischt. Ah, und man sieht hier auch diese grauen Streifen mit den roten Ziegeln, die da so ein bisschen rausschauen. Hier. Das wird genutzt, dass der Verputzer einen Anhaltspunkt hat, wie weit er, also wo die Höhe ist, wo der Putz hin muss, und damit er auch eben wird. Und das sieht man sehr schön. Am Ende sieht es dann, wie gesagt, so aus, und damit es genau die gleiche Höhe hat, genau deswegen sind diese Betonstreifen mit den Ziegeln dahinter an der Wand angebracht worden. Gehen wir weiter. Ja, und natürlich, hier wird alles dementsprechend auch angepasst werden, das heißt, hier wird hier wird ein bisschen Erde aufgeschüttet, wo auch wieder Palmen und Grün draufkommt. Und hier wird auch der Bürgersteig entstehen. Ja, und hier sehen wir auch sehr schön, das ist der Garteneingang. Und auch hier wieder rechts und links oben zwei Plastikrohre, wo die Stromkabel rauskommen werden. Und hier werden wir dann auch rechts und links vom Eingang wieder Licht machen. Man sieht auch ganz hinten an der Mauer ist auch ein kleines Plastikrohr, was rauskommt. Und ganz klar, hier wird auch ein Außenlicht befestigt werden. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie es drinnen aussieht. Begleiten Sie mich. So, auch hier mittlerweile, die ganze Wand ist fertig verputzt. Es fehlt oben noch die Bordüre, die Moldura muss fertig gemacht werden. Und dann kann auch schon gestrichen werden. Ah, ich bin etwas weiter weg, aber dank Mikrofon, gut zu hören. Auch hier fertig verputzt. Und hier sehen wir jetzt, das ist ja das spätere Holzlagerhäuschen, was wir haben wollen, was wir aufbauen. Und man sieht hier schon wunderschön, es ist, die Ebene ist fast fertig innen drin. Man sieht hier wunderbar, der Sockel ist bereits fertig, die Holzsäulen stehen. Und der nächste Schritt, ganz klar, die Wand muss noch verputzt werden nächste Woche, genauso wie Innenwand zum Hausmeisterhäuschen, und dann kann auch schon angefangen werden, hier die Holzbretter anzubringen. Das Ganze, wir haben geplant, vorne haben wir einen Eingang, die Türe, und neben der Türe wird auch ein Fenster entstehen. Ansonsten werden wir es geschlossen. Ja, schauen wir mal weiter, was im Hausmeisterhäuschen passiert ist. Ja, im Hausmeisterhäuschen mittlerweile alles fertig geziegelt, die Zwischenwand hier. Das Bad, alles fertig. Oben wurde schon angefangen, ein bisschen zu verputzen. Im Endeffekt muss weiter verputzt werden. Und ich denke, das werden wir nächste Woche, Ende nächster Woche auch schon sehen können, wie hier dann auch alles wunderschön glatt ist. Genau wie bei der Zwischenwand, bei der Mauer, die wir vorhin gerade gesehen haben. Und sonst sieht es hier wie gesagt, aber wie gesagt, man sieht es sehr schön. Hohe Fortschritt, die Wände sind soweit fertig. Klar, hier fehlt noch was. Ja, auch noch ein Blick in den späteren Rezeptionsbereich und Kiosk. Man sieht auch schön, oben ist alles schon jetzt auf der Höhe, wo es hingehört. Und
Die muss dann nur noch auf die Wände angepasst werden. Natürlich, die Wände fehlen. Aber wie gesagt, schöner Fortschritt. Die Wände, die Innenwände und die eine Auswand, alles schon fertig. Damit haben Sie sich ein gutes Bild machen können, was diese Woche passiert ist. Und ich freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder reinschauen. Ihr Zen Garden Team Paraguay.